Servus und willkommen zu einer neuen Folge von C-Block in Factorio. Ja, da haben wir aufgehört, da starten wir wieder, weil ich habe Forschungspakete, Flüssigkeiten, keine Ahnung, Wissenschaftspaket, also doch, Pakete. Pakete, die ausschauen wie Reagenzgläser. Nein, wie Fläschchen. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinge ausschauen. Ist gut. Für alle die, wo gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, die große Frage ist jetzt wirklich, schafft der das da unten zu produzieren oder nicht? Weil sonst könnte ich mir eventuell noch einen zweiten hinbauen und den da komplett versetzen und nach unten gehen. Nach oben gehen meine ich und dann mit Pipes nach unten, so rum. Das hört sich doch nach einer Idee an. Weil dann heißt es nämlich, ich komme mit einer Reihe runter. Und ja, genau, das machen wir auch so. Dann kommt es wieder weg. Es hat nicht mal eine Folge gehalten, dass ich was stehen lasse. Ich weiß, Entschuldigung. Aber ich finde, es macht Sinn, dass man dann alles beieinander lässt. So. Der Mist ist jetzt nur gerade. Ja, okay, ich komme da an. Da ist zwar ein bisschen was drin. Nö, da ist gar nichts drin. Zweiten Liquifier, den habe ich hier. Perfekt. Dann heißt es hier. Das heißt, du gehst jetzt dann. Ne, du kommst von oben. Und du brauchst erstmal Strom. Natürlich genau da. War ja klar. Wäre sonst komisch gewesen, wenn es genau so gekommen wäre, wie es sich gebraucht hätte. Alles klar. Und dann heißt es, wir haben... Ja. Ein kleines Problem. Beziehungsweise nein, wir haben keins. Du kommst von unten und gibst das jetzt nach oben weiter. Das magst du auch. So, dann kannst du da weg. Und du drehst dich da runter. So, dann heißt es jetzt, du füllst rein und du füllst rein. Beziehungsweise, nein, wir machen das fast nebeneinander. So, dann haben wir hier jetzt ein T-Stück. Eine gerade und hier brauchen wir die Kurve. Wunderbar. Das heißt, jetzt wird schon mal von hier reingefüllt. Halt, das wird bitte kopiert. Und ich brauche unten auch noch ein T. Nein, ich brauche unten eine gerade. Das T-Stück hat schon gestimmt, nur leider zu früh. Später. Gut. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall auch Wasser drin. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch dieses Crystallize-Zeug. Und jetzt müssen wir mal schnell schauen. Gibt es denn noch weitere Kisten? Es gibt noch auf jeden Fall eine Breath Chest. Dann gibt es noch eine Titanium Chest. Und die kleinen. Ja, das ist mir klar. Aber davon bin ich ja noch, ja. Ich glaube, Meilen weit weg. So, der Heizkessel wird ja schon produziert. Ja, ich hätte jetzt halt gerne ein kleines Lager gehabt zum Rausfüllen. Aber ich hätte gerne so ein Doppellager. Aber das gibt's halt nicht. Naja.
Vielleicht finde ich noch einen Mod, der so Doppelchests macht in allen Varianten, was es gibt. Also so doppelte Holzkiste, doppelte Eisenkiste, doppelte Stahlkiste. Mal gucken. Ja, ihr wisst ja selber, ich modifiziere gerne meine Modpacks, wenn ich was nicht. Ich finde so ein großes Stahl, also so ein großes Lager total übertrieben. Aber wie gesagt, wenn ich halt so ein doppeltes hätte, könnte ich halt hingehen und sagen, okay, ich fülle mit zwei, gehe ich mit zwei raus. Ja, davon geht es ja nur. So, also die da produzieren das und gehen nach oben. Da, wir wollten nämlich jetzt endlich anfangen, das Gas zu verarbeiten. Das heißt, wir haben jetzt dann hier einmal das Gas hier und einmal das Gas hier, so wie hier. Da war Otto, da war der kleine Otto wieder unterwegs. Das heißt, ich muss hier anders denken. Weil ich muss ja hier reingehen. Und bei den roten. Das heißt, ich gehe bei den. Haha. Dann machen wir das hier so. Genau, und dann gehe ich nämlich jetzt dann hier rein und komme hier raus. Okay, das heißt, ich habe jetzt dann hier das da. Das brauche ich natürlich auch hier. Nein, das brauche ich nämlich hier nicht, das brauche ich hier. Okay, dann kommst du weg. Du kommst auch weg. Und dann brauche ich hier eine Kurve und kein T-Stück mehr. Genau, dann schaut das jetzt bei beiden gleich aus. Das heißt, wir haben jetzt dann hier die Pipe, die das rote Zeug weitergibt. Und hier die Pipe. Das machen wir auch gleich fertig. Die das weiße Zeug weitergeht. Ich glaube, weiß ist Hydro und das andere ist Oxy, also Sauerstoff und genau, was Hydrogen ist, weiß ich mittlerweile nicht mehr. So, und jetzt ist genau das, warum das dieser Mod drin ist. So, ich kann jetzt nämlich hingehen und die parallel laufen lassen. Und das ist das, was wir jetzt auch wollen. Das heißt jetzt für mich, jetzt muss ich noch aufpassen. Und zwar, ich lasse jetzt hier. Ja, jetzt muss ich erstmal nochmal gucken, wie ich den da hinmache. Wenn ich jetzt den genauso hinmache, wie ich den hier hinmache. Andersrum drehen bitte. Dann habe ich das Problem, dass mir. Nein, das heißt, ich lasse hier mal richtig Platz. Dann heißt es, wir hätten jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück hätten wir jetzt Platz. Weil ich habe ja auch das Problem. Wir gehen mal wieder ein paar T-Stücke herstellen und ein paar T-Stücke herstellen und ein paar Kurven herstellen. Aber wieder mal die verbrannt. So, okay. Dann heißt es ja jetzt und. Jetzt brauche ich unterirdische Baupläne. Machen wir mal 5 Stück, weil die brauche ich auf jeden Fall. Denn wir müssen ja auch das da doppelt bauen. So, kopieren. Und nein, zumachen. Und Steuerung Shift R. So. Ich drücke immer Steuerung Shift T. Ich habe keine Ahnung warum. Schlimme ist, ich weiß nicht mal, was das kann. Nein, wir machen das nochmal, weil wir müssen es ja tauschen. Genau, weiß ist wieder außen, rot ist wieder innen. Dass wir das gleich haben.
So, dann heißt es jetzt für mich, ich habe hier auf jeden Fall, komme ich von hier drüben? Kommst du dahin? So, dann heißt es für mich, nein, du kommst dahin. So rum. So, dann wird ein Schuh draus. So, dann haben wir hier das T-Stück wieder und die Geraden. Dasselbe ist auch, ich komme hier. Ich komme hier. Ich habe hier mein T-Stück. Ich habe hier eine Gerade, hier eine Gerade. Das ist schon mal das soweit gleich. Und dann gehen wir nach oben. Und dann kann ich mir jetzt gleich noch mein oberes nehmen. Und das auch machen. Wir kopieren. Und passt. Jawohl. So, na genau. Da haben wir drei Pipes. Das heißt, ich habe hier einmal meinen Wasserzugang. Das heißt, mein Wasserzugang kommt dann hier und geht nach oben. Kommt, wie habe ich das gemacht, da unten? Genau, okay, so. Machen wir es gleich bei dem richtig. Das heißt, da kommt es hin und da kommt es hin. Machen wir es gleich richtig, sagt er. Und er macht das. Was macht er? Er macht es richtig. Er macht es falsch. Da kommt nämlich das T-Stück hin. So, dann die Kurve kommt hier hin. Die Kurve kommt hier hin. So, dann haben wir jetzt gleich beide angeschlossen. Und wenn wir auch beide anschließen, kann ich sie auch beide aufstellen. So, Steuerung Shift R. Auch hier kopieren, Steuerung Shift R. Danke. So. Das heißt, oh, Forschung fertig. Hurra! Wir haben jetzt effektiveren Fluid Burning Boiler 1. Was kannst denn du? Außer ist selber eventuell wieder andere. Heizkessel 2. Fluid Burning Boiler 1. So, jetzt muss ich gucken. Und du kannst. Du magst jetzt was? Einen Verbrauch von 60, 60 Stück pro Sekunde. 60 Liter. Das ist ein ganz schöner Haufen. Und Temperatur von 315 Grad und hast eine Ausgabe von 60 Liter Dampf pro Sekunde. So, okay. Das ist dasselbe, nur glaube ich mit anderem Rezept. Genau, das haben wir ja schon festgestellt. Und du bist jetzt. Ah, okay. Und du machst jetzt einen Verbrauch von 90 Wasser pro Sekunde. Brauchst aber Stahlpipes. Okay, da macht es dann Sinn, dass man dann eine Stahlpipe baut, weil man es ja für die Ding braucht. Das heißt also, ich hau hier mehr Dampf raus. Kostet jetzt aber schon 100, ne? Das ist ganz schön heftig. So, aber ich hätte jetzt gesagt, wir machen als nächstes das elektrochemische Labor, weil wir diese grünen Päckchen wollen. So, und jetzt muss ich erstmal da unten gucken. Ich habe hier drei übrig. Eins, zwei, drei. Das habe ich alles hoffentlich soweit aufgeräumt. Das heißt, ich kann jetzt wieder hingehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meine 30 Stück. Lasse sie laufen. Kann er reden und können wir sie laufen lassen. Okay, dann heißt es jetzt von mir, du gehst dahin. Oh Gott. Ich brauche unbedingt diese anderen scheiß Dinger, weil das ist. Was will ich damit? Ich komme jetzt mit drei Rohren drauf.
irre. Heißt, ich muss jetzt ein Untergrundrohr bauen, damit ich mit dem Ding vorbeikomme. Ah, nee. Wollen wir nicht. Haben nichts gesagt, weil. Korrekt. Die gehen wo ganz anders hin. Weil die produzieren ja. Haha, nee, ich hab's ja geändert. Ich habe ja gesagt, die sollen ja alle produzieren, ne? Jetzt ist dann noch die Frage, muss ich mir mal schnell nochmal die Baupläne angucken? Nee. Kopier nochmal. Dank. Ja, nein. Gott, was drücke ich alles hier gerade? Steuerung, Shift, danke. So, wir wollen ja zu dem besseren kommen. War, glaube ich, Rich Slack, ne? Nein, war es nicht. Dann guck mal nach, was war. Wir wollen zurück. Back. Back to the future. Und zwar, wir wollen hier hin. Und wir brauchen jetzt hier Mineralsludge. Okay. Fast dasselbe. Mineralsludge. Herstellung. Das heißt, sie brauchen Charcoal-Filter, einen Slag-Slurry und einen Purified Water. Purified, das mache ich hier. Die habe ich noch, also den zweiten habe ich noch nicht. Purified Water ist Oxy und Hydrogen. Mache jetzt die Purified Water. Und das mache ich im Chemical Plant. Moment. Das geht auch im Hydroplant. Dann mache ich auch noch gleichzeitig Salinwater. Und hier an dem da, den ich noch Carbonmonoxid herstellen. Brauche ich nicht Carbonmonoxid für irgendwas? War da nicht irgendwas? Carbonmonoxid? Ich verwirrt. Carbonmonoxid. Irgendwo habe ich Carbonmonoxid drin gehabt. Carbonmonoxid. Carbondioxid. Moment. Carbonmonoxid. Genau, Carbondioxid mit Dampf. Das heißt, ich könnte mit Dampf ebenfalls Carbondioxid herstellen. Und dadurch, dass wir dann dabei sind, die Dampfproduktion massiv zu verbessern, könnte ich ja dann irgendwann hingehen und sagen, okay, ich zweige oben etwas Dampf ab. Ja, okay, ich hätte noch Hydrogengas dann dabei. Ja, von, weil die Dinger hätte ich jetzt halt schon, ne? Weil Chemical Plant. Ich glaube, eins habe ich, ne? Muss ich mir mal. Ja, hat so viel Platz. Wahnsinn. Okay, was haben wir jetzt gesagt? Wir brauchen. FNI Herstellung. Slug Slurry. Purified Water. Genau, das brauchen wir. Purified Water. Hydrogengas. Also, das ist jetzt die Seite 4. 50-50. Moment.
Ah, okay, klar, da brauche ich noch Carbondioxid. Dann kriege ich das auch raus. Das Zeug habe ich ja schon. Okay, ich könnte es wieder in einem Kreislauf. Ich glaube, ich könnte es in einem Kreislauf laufen lassen, ne? Das heißt, ein Carbondioxid 50 bekomme ich, also Carbondioxid bekomme ich Carbonmonoxid. Da müsste ich jetzt einfach wieder 50 Dampf hinzufügen. Und dann würde der dann das in einem Kreislauf laufen lassen. Ist halt auch eine Idee, ne? Dass man da so einen Kreislauf hat. Da produziere ich jetzt dann 50. Da produziere ich. Schwefel müssen wir jetzt sowieso auch herstellen. Also da haben wir dann auch noch mal Purified Water. Ja, und da habe ich jetzt halt Purified Water mit 100 und Saline Water. Und da habe ich nur 100 Purified Water. Und das hätte ich auch gern. Also das heißt, ich muss diese Dinge hier wieder abreißen. Ja, man sollte vorher gucken, was man braucht, nicht nachher. So, und das heißt jetzt dann, ich habe jetzt dann hier mein Chemical Plant. Ja, Mist. Ich muss mir nochmal die eine Fabrik hinstellen. Nur damit ich weiß, wo ich hin muss. Das war so, ne? Ja, einfach mal hinklatschen. Ja, ich bin leider von kleineren Maschinen von größeren Maschinen ausgegangen. Ich mache mal jetzt sicherheitshalber ich mache das mal so. Genau, ich mache es mal sicherheitshalber so. Jetzt haben wir ja gesagt, wir brauchen Mineral, nee, nicht mineralisiertes Wasser. Gott, bin ich vergesslich. Herstellung. Wir brauchen Purified Water. Purified Water. Dankeschön. So. Okay, alles klar. Also so kann ich schon mal nicht aufstellen, weil wir brauchen ja. Ha. Das ist doch gar nicht mal so doof. Das heißt jetzt, das Chemical Plant kommt genau so rum angeschlossen. Das heißt, hier kommt das Weiße an. Ja, und jetzt muss ich genau das noch komplett anders denken. Oh mein Gott. Eigentlich wollte ich es ja gerne splitten. Weil ich gehe ja gerne sozusagen alles, was jetzt produziert wird, in die richtigen Richtungen drücken. Dass ich es halt auch nach oben abgeben kann. Also, dass ich heißt, ich habe jetzt dann hier nochmal ein Rohr und hier nochmal ein Rohr, dass das dann das Rote und das Weiße ist. Und dann hätte ich gesagt, dann machen wir das dann doch tatsächlich so, dass der Chemical Plant von unten seine Sachen bekommt. Ich muss dann aber zwei weg, weil, ne? Ich muss ja auch da um die Kurve noch rum. Das heißt, das da kommt mal weg. Das ist verwirrend. Und das auch. Okay, das heißt jetzt, ich habe jetzt dann hier mein Purified Water. Und dann heißt es jetzt, ich komme jetzt dann hier an. Und geh dann dahin und mach mit dir. Haha.
Bockmist. So, dann heißt es jetzt für mich, das ist falsch und das ist falsch. Und ich muss dich drehen. Dann kommst du jetzt nämlich hier hin. Nein, kommst du nicht, weil... Ach, da ist der scheiß Arm. Okay, dann heißt es jetzt für mich, dann gehst du jetzt dann hier hin. Und hier hin. Und dann hast du hier dein T-Stück. Und dann gehst du sozusagen hier in den Untergrund. Und kommst hier wieder raus. Dann haben wir das nämlich auch wieder hier. Du gehst dahin, dahin und bekommst hier dein T-Stück. Perfekt. So, dann haben wir jetzt dann das, dass ich jetzt dann irgendwo. Dann machen wir das hier als erstes und. Nein, und das hier als zweites. Nein, wäre am besten auch so, wenn man es richtig macht. Nicht richtig falsch, sondern richtig, richtig. Geht dann natürlich weiter. Dann heißt es für mich, hier kommt dann nochmal ein T-Stück hin. Und ich kann mir gleich nochmal ein Chemical Plant bauen. Kommt ja gleich daneben. Keine Ahnung, ob das ich überhaupt brauche. Wir werden sehen. Das ist jetzt alles spontan und aus dem Kopf. Und das probieren wir so lang, bis es klappt. So, dann heißt es auf jeden Fall, du gehst nach unten und kommst da wieder raus. Dann haben wir hier das zweite Chemical Plant. Mach mal zu. Und dann kopier das mal. Und ich kann die Seiten nicht tauschen. Nein! Der lässt sich nicht tauschen. Das ist doch Käse. Okay, das heißt, die Dinge hier. Also das wird eine Gerade. Ja, die Chemiker, ja. Und ich stelle den wieder an derselben Stelle hier nicht, Depp. Geht halt nicht. Die sind zwar kleiner, aber die müssen einer auseinanderstehen, weil. Ist so. Das heißt, da kommt jetzt wieder ein T-Stück hin. Und du kommst dahin. Und das T-Stück kommt wieder hier hin. Und da kommt ein Gerade hin. Und jetzt kommst du dahin. Da kommst. Ja, genau. Ich stelle mich mal da mitten im Weg rein. Total sinnvoll. So, und jetzt muss ich mal schauen. Strom wäre genau hier. Und hier. Und hier. Da läuft natürlich die andere Pipe entlang, aber ist egal. So, dann habe ich dann hier eine. Dann gehst jetzt du in den Untergrund und kommst hier wieder raus. Da kann ich dich wegmachen. Dann haben wir jetzt dann hier den. Ja, ich bin natürlich klasse. Das heißt, der da ist genau. Kann aber nicht drehen.
Nee, das heißt, wir müssen es genau andersrum machen. Das heißt, weil hier habe ich ja den weißen. Das heißt, zuerst kommt der weiße und danach kommt der rote. Das heißt, das T-Stück kommt jetzt dahin. Und ich kann mal wieder freundlicherweise ein paar T-Stücke nachproduzieren. Und apropos produzieren. Wir haben ja paar Forschungspakete entwickelt. Die schmeißen wir mal rein. Dann sind wir glücklich, dass nichts klappt bis jetzt. So, genau. Also. Dann heißt es jetzt alles mal nochmal weg. Die Kurve gehört dann hier hin. Der gehört auch weg. Dann kommt der dahin. Dann brauche ich nochmal Kurven. Nein. Nein, 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 nein. Doch. So. Verdammt, der Axt. Das geht gar nicht so. Das wäre nur so gegangen. Ich glaube, ich muss mir. ja. Nee. Ist klar. Forschung fertig. Wissenschaftspakete für Logistik. Ach, stell her. Ich verzweifle sowieso gleich. Das heißt, ich müsste jetzt dann hier gerade werden. Ja, ist natürlich jetzt dann auch hier scheiße. So, ich gehe jetzt hier rein und gehe hier rüber. Dann heißt es ja. Nee. Ha. Ich weiß, wo mein Fehler liegt. Der liegt hier. So, das heißt jetzt, ich gehe jetzt dann hier nach unten und komme hier nach oben. Gehe hier nach unten und komme hier nach oben. Dann komme ich jetzt dann hier lang. Gehe hier lang. Dasselbe machen wir auch hier. Und das Chemical Plant hat sein erstes Gedöns drin. So, und dann gehe ich jetzt mit dir dahin und gehe mit dir um die. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Gehe ich mit dir um die Kurve? Ich werde auf jeden Fall die auch noch mal brauchen, weil ich ja das Gas herstellen muss. Aber ich brauche natürlich keinen Slack mehr. Aber die stelle ich jetzt erstmal hier hin. So, dann hätte ich gesagt, dann machen wir hier ein T-Stück rein. Weil da kann ich natürlich von hier kommen. Und dasselbe machen wir auch hier. Da komme ich nämlich hier mit der nächsten Pipe an. So, das heißt jetzt, ich brauche erstmal von dir nochmal einen. Das heißt, wir haben ja jetzt den hier. Ja, genau. Das nenne ich mal Entfernung, ne? Okay, dann haben wir jetzt hier unser T-Stück wieder. Produzieren wir mal gleich wieder 5. Dann kommst du dahin. Da kommst du dahin. So, jetzt haben wir den Ablauf auch. Dann ist der natürlich hier auch falsch. Dann brauchen wir hier auch ein T-Stück. Und hier brauchen wir auch eins. Dann kommst du jetzt da rein und gehst da nach hinten. Und dann produzierst du mir bitte nochmal 2.
Dann kann ich dann hier mit der Geraden hier hingehen. Dann produzieren die schon mal. Es wird dann irgendwann daran liegen, dass ich ins Leck nicht abgreife. Nee, mein Problem liegt daran, dass ich das Wasser noch nicht angeschlossen habe. Am was ganz einfachen. So, dann produzieren wir mal bitte Wasser. So, und das rote Zeug wird natürlich nicht. Ja, jetzt hätte ich natürlich auch noch. Sollte vielleicht noch wegen weiter nach oben gehen, dass ich noch Zwischentanks reinbaue. Beziehungsweise. Moment. Ja, jetzt 61,3 von dem. Ja, nee, alles klar. Wenn man das richtig macht, also hier das T-Stück reinbaut und noch zwei Geraden hin, dann kommt hier auch noch was an. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Purified Water Bauplan. Hervorragend, das ist das, was wir wollten. Dann kannst jetzt du mal weg. So, es heißt, wir haben jetzt geschafft, unser Purified Water herzustellen in zwei Stück mit 200 Stück. Und was sagt ihr eigentlich, wie viel das ich brauche? Back to the feature. Wir brauchen 1200 Mineral Sludge. Wenn ich das auch noch mit aufgeführt hätte. Ach nee, das habe ich hier aufgeführt. Drei Stück. Alles ist der Electrolyzer. Okay. Das heißt, die da drüben müssten eigentlich alles mitproduzieren können, weil das sind ja dann insgesamt 8. Das heißt auf jeden Fall, ich brauche auf jeden Fall nochmal das, weil ich brauche hier auch Sludge. Und das ist halt das, was mir die mit produzieren, das machen die ja nicht. Okay, also das heißt, ich kriege es von zwei Seiten. Was sagt jetzt der eigentlich? Der sagt jetzt mir, er braucht einen Washing Plant. Ich hab's hier komplett anders gebaut, oder? Oder ich habe irgendwas verpasst? Heavy Mud Water? Purified Water. Und das Purified Water produziert eigentlich genau das Chemical Plant und ich habe zwei. Okay, das heißt, ich habe da schon mit rein geplant. Sollte ich natürlich auch noch so irgendwann bauen, dass ich noch weitere anschließen lassen kann. Mein Problem ist jetzt nur, das ist mittlerweile schon das Rohrchaos. Das heißt, da werde ich nicht mehr viel. Moment, das werden wir noch auf jeden Fall anschließen. Da kommt mein T-Stück hin. Eine gerade, eine. So, okay. Das heißt, die da oben haben noch keinen Wasseranschluss. Und das machen wir auch noch. Dann heißt es, du gehst jetzt da rein und kommst hier raus und gib mir einen Tee.
Das Lustige ist, dass der mir hier jetzt gerade kein Wasser anzeigt. Warum auch immer. Kriegst du Wasser? Nö, du kriegst kein Wasser. Wieso gibst du dem kein Wasser? Weil die zu viel schlucken? Das wäre was ganz Neues. Ich muss da mal ein normales Rohr reinbauen. Okay, dieses T-Stück funktioniert nicht. Aber ist ja kein Problem, macht mal halt eine andere Pipe hin. Ist dasselbe. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt hier auch unsere Produktion. Was wir jetzt nicht haben, sind die Knickis. Das heißt, von oben, nein, Seite oben und auch Seite oben. So, das heißt, die produzieren jetzt schon mal wie die Weltmeister das Zeug und sie sollen es ja auch produzieren. Und ich mache da jetzt mal provisorisch. Ja, und ich weiß, mein Lieblingswort mittlerweile provisorisch. Hier die Maschine hin und sag, produziere mir das da. Und sag zu dem, du gehst da rein und du gehst da rein. Dann nimmst du das von unten und du gibst das nach drüben ab. So, dann könnten die auf jeden Fall mal auch ins Produzieren anfangen. Dass, wenn ich mal irgendwann rumstehe und ich zum Beispiel irgendwas produziere, wie zum Beispiel mal wieder Landfläche oder lustige Eimer voller Zellulose-Pulp. Gott. Also Papier und Zellulose-Pulp, ne? Da habe ich keine Probleme mehr mit. So, wir haben jetzt da oben ja ein bisschen, also unten ein bisschen Kohle gemacht. Und wir sind jetzt bei 43.000. Also die Lücke oben ist wieder geschlossen. Nur falls jemand die Befürchtung hatte, die Kohle reicht nicht. PS, es laufen momentan davon 3. Und langsam aber sicher. Ah, der Stau ist aufgelöst. Alles klar. Das heißt, wir können dann da auch den Rest umbauen. Haben wir auch noch vor. Ja, ja. Das wird noch witzig. Ich bin noch gerade beim Überlegen. Nee, ich glaube, ich werde weiter. So viel zu. Das läuft alles. Nein, das und jetzt ist schon wieder das Ding voll. Solange wir noch keine anderen Pipes haben, nein, bleibt das jetzt erstmal so. Also die produzieren auf jeden Fall gut. Und wenn nicht, ich habe ja noch ein bisschen was auf Lager, ne? Also ist ja nicht so, dass ich jetzt arm bin. Ich habe noch, oh, ich habe nur noch 11.000. Okay. Ja, die sind dann auch doch groß da oben, die mit dem Verarbeiten. Ja, und wenn nicht, dann schließe ich die halt einfach mal wieder ans Wasser an und dann produzieren die mir halt nochmal was. Dann produziere ich halt noch ein bisschen braunes Zeug. Ist doch mir egal. So, mit den Zwischentanks, da arbeite ich zwar unten ein bisschen zu wenig mit. Wie schaut es bei dir aus? 208 und 915. Da gefällt mir K besser. Da fehlt das K noch. Haha. Genau. Und jetzt ist mein Problem. Das lösen wir aber auch noch schnell. Ich habe jetzt keinen Stahl mehr. Ist mir jetzt egal. Wir müssen... Wir bauen uns jetzt mal schnell zwei Tanks. Weil ich jetzt möchte, dass der
mir wenigstens ein bisschen was auf Halde produziert. Und die sollen hier auch arbeiten. Also ich habe damit auf jeden Fall erstmal keine Probleme damit, dass die mir genügend produzieren. Und das rote Zeug kriege ich nicht weg. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das noch von der anderen Seite auch noch kommt, naja, herzlichen Glückwunsch. Dann merke ich schon, da muss ich dann irgendwann wieder so einen Verbrenner mit reinmachen. Der, wo dann irgendwo da oben steht, hier. Das Problem ist nur, ja, da muss ich mir mal das genau angucken mit den Pipes, weil ich muss ja dann zu ihm sagen, er darf dann nur da nach oben das füllen, wenn unten nichts gebraucht wird. Das glaube ich gibt's, müssen wir aber mal gucken. So, 3,8 sind drin. Ja, ich merke schon, ne? Also das Produzieren, das liegt am Weißen, dass das weiße Zeug zu wenig kommt. Also ist Hydrogen. Und das, okay, der produziert jetzt wieder. Ja, das ist jetzt mein Problem. Moment. Das Problem lösen wir mal kurz. Hängen da mal schnell was dran. Hau mal ein bisschen Kohle rein. Und nimm mal davon ein paar. So, und jetzt würde das Problem sein, dass die Pipe nicht erkennt. So, produziere mir mal ein Stück. Geh mal hier hin. So, dann machen wir es halt so. Wenn es nicht so geht, dann geht's so. Nee, ich bin ja wegen doof. Gerade Pipe, ne? Gerade Pipe gibt nichts ab. Au. Und du meinst, muss bestraft werden. Okay, aber wir produzieren jetzt gerade ein bisschen Stahl. Das heißt, wir können uns nochmal einen Tank bauen. Und den packen wir jetzt dann noch. Das heißt, wir reißen das hier ab und bauen da ist er. Den dahin und den Tank. Nee, es geht nicht. Den Tank bauen wir uns dahin. So, schauen wir mal jetzt, ob ich den Ofen noch hinkriege. Ja, den kriegen wir hier hin. Das heißt, ich brauche jetzt noch mal ein T-Stück. Das kommt jetzt dahin und das gerade kommt dahin. Und da kommt jetzt dann hier und ein bisschen Kohle rein. Und da kann ich noch ein bisschen Eisen reinschmeißen. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch noch unsere Stahlproduktion drin. Und wir haben einen kleinen Auffangbehälter für das rote Zeug. Aber mein Problem, nee. Mir kommt es gerade so vor, als zieht er hier nichts raus. Das hat aber hier nicht das Problem. Ja. Das Problem hockt vorm PC und spricht mit euch. Alles klar, ich habe das Ding natürlich verdreht. Ich hält. Gut. Also das heißt, die produzieren jetzt wie die Weltmeister. Die nicht, weil die sind nicht angeschlossen.
das machen wir dann auch höchstens dann das nächste Mal. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall auch hier eine laufende Produktion. Das heißt, wir haben auch hier jetzt ein bisschen was, was das Zeug nach oben pegelt. Und ja, ich vermute auch, dass das wegen nichts mehr passiert ist da oben. Weil, komisch, ne? Jetzt sind drei Stück da und die Pipes werden nicht leer. Ja, warum denn auch? Weil jetzt kriegen sie auch wieder Stoff zum Produzieren. Jetzt haben sie auch genügend mineralisiertes Wasser. Die wurde zwei da unten produzieren. Bin dann auch gespannt, wie oft dass ich das noch umbauen werde. Öfters. So, heute mal eine längere Folge. Aber ich wollte das unbedingt jetzt mal zum Laufen kriegen. Denn wir möchten ja über früh oder lang an das Mineral Sludge bekommen. Das wir dann hoffentlich in der nächsten Folge angreifen werden. Und dann heißt es von mir nur noch, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch Spaß bei den weiteren Videos. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.